Weiter geht's hier in Mario und Luigi 2 zusammen durch die Zeit. Im letzten Part haben wir Bowsers Festung geschafft, kann man das so sagen. Ja, war kein Bosskampf, wir haben aber einen Sternsplitter bekommen. Und jo, ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Area. Bin ich mal gespannt, was das ist. Oh, hab den Timer wieder vergessen zu starten. So, jetzt startet der Schurke! What's going on? Ich wage es zu sagen, dass sie... Das ist sie. Das Kind, das ihr dabei habt. Hä? Was ihr bei euch habt? Sie ist die Prinzessin oder etwa nicht? Bleib fern, Hurensohn, Mann. Ich stehe euch nicht zu, ihre königliche Hoheit anzusprechen. Zwar war sie nur kurz entschwunden und doch ist sie so winzig geworden. Deshalb war ich... so gegen diese Scheiß-Zeit-Scheiße, Mann. Hilfe, Mann! Prinzessin! Spast! Hilfe! Hilf mir jemand! Prinzessin! Okay. Episch! Jetzt geht's in den Wolf Dude 4. Das ist, finde ich, eher ein Geisterwald. Und... Oh, die Musik ist geil. Mal schauen, wie das Thumbnail hier aussieht. Okay. Ich finde, das sieht mega geil aus, Alter. Und 6 Feuerblumen, Alter. Und nochmal ein paar Pilze rein hier. Und, okay, 100 Coins. Das ist so geil, ne? Wow, ein Gegner! Okay, den machen wir mal nicht. Ich glaube, den finden wir auch noch hier auf der Overworld. Da können wir einfach zu viel kämpfen. Hier rein mit den Scheißbabys. Und die Coins. Und eine Münze, okay. Wir haben schon wieder 500 Münzen. Also hier könnten wir echt... Wenn wir hier rausgehen mit viel Cash, also hier rausgehen halt, mal schauen, was wir noch so finden. Ario. What the... Er. Hä? Mayo. Mayonnaise? Ist Mayonnaise etwa auch ein Instrument? Hey Mario! Hey Mario! Ich bin Totico. Ich war in der Zeitmaschine mit der Prinzessin Peach. Oh. Als wir in dieser Zeit ankamen, wurden wir angegriffen. Eine grimmige Alienrasse, genannt Shroops, kam aus dem Nichts. Okay, wir erfahren noch ein bisschen was zu der Story. Da ist sie. Oh meine Güte. Was ist hier geschehen? Holy Macaroni! Oh mein Kind. Wer seid ihr? Wow, die ist richtig gestört! Prinzessin Peach wurde von den Troops entführt. Und ich wurde von den Bäumen... dieses Waldes gefangen. Diese Bäume entziehen uns langsam, aber sicher all unsere Pilzkräfte, den Elan. Der eine Elan fließt durch die Wurzel der Bäume, tief in den Untergrund hinein. Er sammelt sich in dieser Elanfabrik des Shrews im Herz des Waldes. Oha! Man sagt, die Pilzkraft wird in dem Scheißwald gelagert. Man vermengt sie mit üblen Chemikalien. So wird sie zu Treibstoff. Treibstoff für die Untertassen der Shroops. Lel. Mario, lass mich zurück. Eile zur Elanfabrik. Das ist alles, was jetzt zählt.
alles, was zählt. Irgendwo an diesem schrecklichen Ort befindet sich ein Kobaltsternsplitter. Ich weiß es ganz sicher. Der Kobaltstern und Prinzessin. Ja, sag, rede. Nein. Wir wussten sie, dass wir hier sind. Sie haben ihn getötet. Mama mia. Die Splitter sammelt. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was er mit die Splitter... Also sollen wir jetzt die Splitter sammeln? Weil er hat uns nicht alles erzählt. Aber wenn er sagt, die Splitter sammelt... Also, wir müssen die sammeln, oder wie? Anscheinend. Sie haben ihn umgebracht. Alle... Oh mein Gott. Verliere Elan. Die saugen die Toads aus! Alter! Richtig übel. Und hier sind die Gegner. Bam. Gepoundet, Noob. Bam. Die können sich so unsichtbar machen. Ich finde das so geil. Die Gegner sind echt nice. Wir müssen in diese Scheißfabrik. Bam. Wir müssen unbedingt in diese dreckige Fabrik, ne? Wir müssen all die Toads rächen, die sie umgebracht haben. Umgebracht. Wie viel Ehe geben die eigentlich? 21, das ist richtig viel. Und das heißt auch Level Up für Mario. Uff, okay. Okay. So. Eigentlich, ich geh mal... Das verdammt mich mal, Mann! Okay, komm, chill out. Boah, wir kriegen hier echt Moos. Das ist richtig gut. Vielleicht hat das auch irgendwas zu sagen. Wir wissen es nicht. Ja, komm. Und neue Gegner. Geister? Ja, ist ja ein Geisterwald, kann man so sagen. Also finde ich schon, dass das ein Geisterwald ist. Bam! Und oh, 13 Schaden. Hat er nicht 9 vorher gemacht? Jetzt kontert er mit 9. Alter, Mario ist so stark. Und ein Crit. Und es hat nicht ausgereicht. Hier sehen wir wieder, wie stark die Gegner sind. Bam. Gekillt. Und bam. Ja gut, die gehen eigentlich doch ganz klar. Baby Mario und Baby Luigi wahrscheinlich beide. So... Ja, geht. Geht auch klar. Nee. No. Ich gehe auf den Angriff. Plus 2 ist okay. Aber Alter, die Story kommt jetzt nämlich richtig in Fahrt. Die Story ist in dem Spiel einfach der Übershit, müsst ihr wissen. Das ist so geil. Und fick dich. 3 Einser und... Oh Gott, naja, ey. Naja, gut, gehen wir hier rein. Von dem Gegner halten wir uns erstmal fern. Der ist übel. Oha. Okay. Bam, bam, bam. Oh, als ob. Der Gegner, den finde ich zu kontern, ist nicht so einfach. Und er ist gekillt. Und kontern wir den Scheiß. Boah, also ihr merkt schon, die Story kommt richtig in Fahrt. Und das ist auch richtig geil in dem Spiel. Lol, ich habe das Action-Plan noch verkackt. Und ja, nice gekontert. Na, eigentlich war das dumm. Ich hätte mit Mario ihn angreifen sollen. Flächenkrit. Schade. Ja, gekillt. Übel, Alter. Und einen grünen Panzer bekommen. Das liegt wahrscheinlich am Orden, dass wir jetzt gerade so viel bekommen. Aber ist okay. Ja, den lassen wir jetzt mal aus. Den auch. Ich will es ja auch relativ spannend halten. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwas war, was ich früher fast nie gefunden habe. Ja, gut, aber eh Müll. Okay. Gehen wir mal hier rein. Okay, das ist ein etwas größeres Gebiet.
So, wir müssen jetzt diese Feuerdinger treffen. So, mit der Bibis mache ich hier eigentlich keine Gegner. So, der nächste Feuerball ist draußen. Oh, Alter, Dead Story, Bro. Moment, so, alles gut. Oh, nein. Der Gegner ist richtig assi, ne? Der ist so schwer. Ich würde auch sagen, wir gehen hier auf den Panzer. Macht eigentlich doch ganz gut Damage. Dürfte aber, das dürfte vielleicht ausreichen, ich weiß nicht. Guck mal, ein Panzer reicht nicht aus. 32. Ich gehe auf noch einen Panzer. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Bam. Oh, vier Dinger, Alter, als ob. Wie viel Erfahrung gibt der denn? 14, das geht eigentlich klar. Gehen wir mal weiter. Also werden die Toads ausgesaugt und sterben. Das ist übel. Richtig krass, Alter. Und hier den auszuweichen ist fast unmöglich. Aber es geht echt. Bam. Ich gehe aber jetzt mal auf die Flucht, damit ihr auch seht, wie das aussieht. Okay. Man findet einfach nur ein paar Münzen. Ich meine, wir haben eigentlich genug. Und gegen den Gegner habe ich echt gar keinen Bock zu kämpfen. So, weiter. Okay. Sehr gut. Wie viele müssen wir noch treffen? Noch eine hier nach. Okay. Dann ist ja gut. So. Richtig. So, jetzt sind alle Feuerdinger. Ich glaube, wir gehen jetzt mal raus. Ich glaube, wir sind jetzt auch im Kreis gelaufen. Richtig. Das ist irgendwie, finde ich, eine mystische Musik, die mir echt gut gefällt. Das ist ein geiler Track. Eins. Okay. Zwei. Drei. Es wird schon in dem Ding ein bisschen rot, oder irre ich mich? Oh, ich irre mich. Aber es wird immer größer. Sechs. Oh, jetzt ist es schon rot. Bam! Jetzt können wir weiter. Vielleicht müssen wir den hier doch machen. Ne, müssen wir nicht. Okay, wir gehen einfach weiter. Let's go. Okay, wir waren überall diese Teile. Ist auch ein X im Boden. Ist das das Ding? Wir haben eigentlich noch Zeit, ne? Ja, wir haben noch Zeit. Das heißt, wir gehen noch ein bisschen weiter. Obwohl, ich glaube, hier sind wir auch. Oh, fuck it. So. Gehen wir in den. Oh, Alter. Fabrik voraus. Okay. Das heißt, die Fabrik ist hier jetzt. Und hier. Oh, was ist das denn Schönes? Wir schauen gleich mal. So. Kleidung. Die hier. Die ist nur für die Babys, anscheinend. Oh. Das lohnt sich nicht. Schade, lohnt sich nicht. Aber können wir verkaufen, die Hose? So, gegen den kämpfen wir wieder. Oh, da ist diese Scheiße wieder. Die kontern sich eigentlich von alleine aus, hier, die Teile. Wir haben die Piranha noch gar nicht zum Zug gesehen. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass da oben was rausguckt. Das ist die Piranha. Bam. 11 Schaden, das ist echt gut. Killen wir die so? Nein. Okay, jetzt sehen wir den Angriff. Wow. Wenn er nach hinten geht, greift er, glaube ich, Luigi an. Und wenn er vorne steht, dann Mario. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie das Angriffsschema von dem Ding war. Aber ich weiß, dass wir den jetzt umbringen. Episch, episch, episch. So, und der ist auch tot. Nee, ist er nicht. Boah, Luigi braucht Angriffskraft. Aber sonst ist der eigentlich gut aufgestellt. Vielleicht die Init, aber sonst ist er echt gut aufgestellt. Bam, er ist tot. Boah, das war eigentlich dumm. Ja, war es. Ich hätte mit Mario den anderen angreifen können.
So, tun wir jetzt. Der ist tot. Dürften. Boah, Alter, das gibt richtig viel Erfahrung. Übel. Naja, aber ich will es mir ja schwierig machen. Okay. Genau, das ist es. Das ist es. Gehen wir mal da rein. Warum? Oh, okay. Dann müssen wir mal gucken. Ah, komm, den machen wir. Da ist sogar noch ein Item. Ja, nee, ist klar. Verpiss dich. Das kannst du aber schön vergessen, ey. Hoho! Wie viele Gegner da waren. Übel. So. Okay, da ist Müll. So, gehen wir mal hier rein. Okay. So läuft das Ding. Nee, ich gehe mal. Ich guck mal weiter. Vielleicht ist hier ein Secret. Okay, ist nichts. Ah, fuck it. Boah, die sind aber schon übel, ne? Machen wir die? Nee, die machen wir auch nicht. Sorry, dass ich jetzt so viel fliehe, aber ihr werdet noch genug Kämpfe sehen, das kann ich euch versprechen. Ja, hier draußen sind eigentlich relativ starke Gegner und wir sind jetzt hier alleine. Und hier können wir die Babys holen. Sehr gut. So, gucken wir mal. Wir können hier den Block aktivieren. 3 Feuerblumen, das ist gut. So. Bam, bam. Die Blöcke kennen wir schon aus Bowsers Festung. Also Baby Bowsers Festung. Und was macht das Ding jetzt? Okay, macht so eine Kralle kaputt. Also müssen wir die andere auch umbringen, die Kralle. Das heißt... Okay. So, ja, komm. Das heißt, wenn wir die andere Scheiße da auf dem... oben sehen wir die Karte, wenn wir da noch hinkommen. Vielleicht in dem Part noch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Okay, den Gegner machen wir jetzt. Oh Gott, dang. Bam. Oh, fuck. So, genau. Dann könnten wir die zweite Kralle ausschalten und vielleicht rein in den Scheiß. Das wäre auf jeden Fall echt cool. So, ich glaube, das ist Mario. Ja. Okay. Bam. Ah, schade, zu früh. Ja, zu spät, meine ich. So, jetzt. Richtig. Okay. Den bringen wir aber auf jeden Fall oben. Sehr gut. Bam. Na komm, kill, kill, kill. Oh, schade. Ja, Mann. Das killt nichts. Alter, die haben ja richtig gelitten. Aber der hat schon so viel Schaden, deswegen killen wir den jetzt. Richtig gut. Bam. Bam. Das killt nicht. Und ich habe das Action-Kommando echt jetzt verkackt. Naja, reicht auf jeden Fall jetzt aus. Kriegen schöne Erfahrungspunkte. Joa, läuft. Weiter geht's. Hier sehen jetzt schon so einen Block. Oh, fuck, Mann. Ja, die machen wir auch. Eigentlich sind die Erfahrungspunkte schon wichtig. Oh, das macht Schaden. Oh nein, Alter, verkackt. Übel. Ja, die Feuerblume zeige ich auch noch, aber die sind gegen diese Gegner, wie ich noch weiß, nicht so effektiv. Oh, jetzt springe ich mit beiden. Jetzt wusste ich echt nicht genau, was ich machen soll. Bam. Okay. Zack. Zack. Und bam. Bam. Das reicht nicht. Das ist Luigi. Richtig. Wir haben ja noch in dem Wald noch keinen Schaden erlitten, glaube ich. Das ist eigentlich echt geil. Bam. Reicht auf jeden Fall aus. Und der vielleicht... Naja, der überlebt. Der hat eigentlich gute Verteidigungswerte, fällt mir so auf. Okay, er ist tot. GG. Gut. Und Mario, ein Level up. Alter. Geil. Oh, eine 5 habe ich gesehen. Verteidigung ist auch... Ey, ist alles geil. Ich gehe auf die KP. Plus 3, ich bin zufrieden. Ist gut. Plus 5 wäre natürlich noch richtig krass.
Aber nee, die ist auch geil. Da auch. Da nicht so. Hier auch nicht so. Ich gehe wieder auf die KP. Plus 1, leck mich am Arsch. Das kann doch nicht sein, Alter. Egal, gucken wir mal, was wir hier haben. 1. Ja, warum habe ich nicht geguckt? Voll dulli. Ja. Ich gehe auf die Verteidigung. Plus 4. Geil. Geil, geil, geil. Also ist ganz okay gewesen. Baby Mario ist nicht so wichtig, deswegen. Wir haben über 1000 Münzen, ne? Richtig gelitten. Ich würde sagen, den Scheiß machen wir hier noch und dann beende ich den Part an der Stelle. So. Und dann werden wir im nächsten Part in dieses Haus reingehen, da wo die Toads, also die Energie von denen absorbieren und die alle umbringen. Das müssen wir irgendwie aufhalten. So. Es gibt jetzt eine Abkürzung, die nutze ich auch. Weil ich kann jetzt einfach wieder zum Anfang, anstatt rüber zu fahren. Und joa. Ja gut, komm, dann aktivieren wir den Scheiß noch, oder? Joa. Und dann war es das auf dem Part. Und dann gehen wir in der nächsten Folge in ihre Base. Bam, 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 bam. Da sind noch Items. Okay, die hole ich jetzt auch noch. Komm. Bumm. Ja, okay, wir können rein. Sehr gut. So, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann weiter. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Wald hier in die Kommentare, würde mich bis jetzt interessieren, weil der Wald ist jetzt eigentlich, sage ich mal, vorbei, weil jetzt gehen wir ja rein in den Shit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, Kommentare würde mich freuen, Daumen hoch natürlich auch und haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.